Wir veranstalten heute den RLS-Feed Internationalismus Live, ein spannender Austausch mit unseren Büroleiterinnen aus allen Teilen der Welt. Wer könnte besser erzählen über Länder dieser Welt als die, die als Botschafter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den Ländern arbeiten, in den Regionen dieser Welt arbeiten? Das Schöne ist, dass alle die Leute aus den Büros, die hier sprechen werden, also die Veranstaltungen tragen und auch befragt werden können, unmittelbar aus den Ländern kommen, ganz dicht an den Problemen dran sind und viel konkreter sprechen können, als man das sonst so aus den Medien gewöhnt ist. Und Sie diskutieren über Alternativen zum Kapitalismus. Darüber diskutieren wir nicht nur hier im Land, sondern in vielen Ländern wird genau darüber nachgedacht, was könnte denn eigentlich nach dieser kapitalistischen Gesellschaft noch kommen und vor allen Dingen, wie soll es kommen? Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die Kollegen, die ich sonst nur aus Publikationen kenne oder aus der E-Mail-Korrespondenz kennenzulernen, was über die Arbeit zu erfahren. Und natürlich auch Anregungen zu holen, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir die Themen, die auswärts behandelt werden, auch hierzulande aufgreifen können. Ja, ich hoffe mir einmal sozusagen konkrete Informationen, was sozusagen in Russland von der Stiftung gemacht wird, aber auch ein bisschen wahrscheinlich einen Diskurs darüber, weil es wahrscheinlich ein bisschen Streit geben wird, auch darüber, wie man das genau, also die Feinheiten sozusagen austariert. Und daneben bin ich auch gespannt, was sozusagen die verschiedenen anderen Leiter, man ist ja wirklich eine bunte Mischung von Mexiko und überall einfach, was die so machen. Ich bin sehr interessiert an der Mittelmeerproblematik, an der Osteuropa-Problematik, Kriegproblematik. Hochinteressant auch Nahost. Also ich werde hin und her springen wahrscheinlich, um da mir einiges anzuschauen, mitzudiskutieren. Mal schauen. Wir docken mit dem Thema Migration an die vielleicht wichtigste Diskussion heute in Europa an, weil das Thema Mittelmeer und Grenzen, das betrifft uns in Mexiko und Zentralamerika natürlich genauso, weil wir haben die Mauer im Norden, die Migrationsbewegung durch Mexiko in die USA und diese Problematik, dieses Thema wollen wir diskutieren. Also aus meiner Sicht relevant ist sicherlich, wer ist denn in den USA? Das ist ja eine ausgesprochen multikulturelle Gesellschaft. Und wie geht es den Einwanderern und den Papierlosen heute im Lande? Und was verändert sich auch mit Blick auf die Politik zum Beispiel? Ja, ich werde mal wieder über Palästina sprechen. Ich werde über die Mauer sprechen als sichtbarstes Zeichen für die Besatzung Palästinas. Und ich werde von der Mauer ausgehend auch über andere Formen von Kontrolle, Grenzregime etc. in den palästinensischen Gebieten sprechen. Also ich werde darüber sprechen, was auf der anderen Seite der Mauer passiert. Diejenigen, die ausgrenzen, da gibt es auch Rückwirkungen auf die israelische Gesellschaft, die diese Mauer, die ja die Palästinenser sozusagen unter Besatzung hält, beeinflussen. Und das ist wirklich das große Problem, das wir innerhalb Israels haben. Unser Thema ist das Mittelmeer, aber natürlich nicht das Mittelmeer als Urlaubsort, sondern als Grenze. Und ich rede über die Menschen, die gerne nach Europa kommen würden, ohne Visum und es noch nicht aufs Boot geschafft haben. Also mir geht es darum, nicht den Tropfen auf den heißen Stein zu produzieren mit dem, was ich politisch tue, sondern hoffentlich das Fass zum Überlaufen zu bringen mit diesem Tropfen, im positiven Sinne natürlich politisch. Und eigentlich geht es mir darum, heute Abend mit euch, also mit unseren politischen Partnerinnen und Partnern zu diskutieren, wie eine sozialistische oder vielleicht, um es nicht ganz so scharf zu machen, eine alternative Asylpolitik der Europäischen Union aussehen könnte. Heute am Vorabend bzw. zwei Tage vor dem 70. Jahrestag des Sieges über den Faschismus soll es an unserem Tisch nicht nur um den Konflikt in der Ukraine gehen, sondern um Stimmungen und Bedingungen und darum, was das derzeitige Existieren in Russland unter diesen Bedingungen auch nicht zuletzt für unsere Arbeit bedeutet. Das ist so auch ein bisschen provokativ gedacht. Obwohl, ja, das ist auch sehr komplexes Themenfeld, dann wird
Tina auch ein bisschen das erklären. Nach dem EU-Beitritt hat sich sehr, sehr viel in der Region geändert, aber beim Militär sieht man, dass weiterhin Waffen männerdominierte Welten sind, und darüber wollten wir auch so ein bisschen reden, aber nicht nur darüber. Das ist etwas, was wir als ein neues Format hier gemacht haben, in dem Sinne, dass mit euch als Freundinnen und Freunde, als Genossinnen, als Partnerinnen eben auf Augenhöhe mit verschiedensten Initiativen, mit Einzelpersonen aus der Partei oder im Stiftungsumfeld, wir gemeinsam an Projekten arbeiten. Und ich denke, das ist für den Erfolg unserer Arbeit wichtig, und deswegen ist uns auch ein solcher Abend wichtig. Also ich fand es grundsätzlich eine sehr lebhafte Runde. Schönes Konzept auch mit diesen vier runden Tischen und auch die Möglichkeit, eben so ein klassisches, auf eine Art, so ein Open-Space-Format auch auszuprobieren, also die Möglichkeit zu haben, weiterzugehen, unterschiedliche Themen kennenzulernen oder auch vielleicht tiefer einzutauchen für Personen, die schon ein bisschen vertrauter sind mit den Themen. Das war also eine einmalig schöne Gelegenheit in dieser Dichte. Ja, dass man auf jeden Fall nochmal, also fand ich jetzt in der Runde zur Migration, dann doch auch Positionen hört, die man jetzt nicht alltäglich im Arbeits- oder sonst wo Spektrum, wo man sie aufhält, hört. Das ist sozusagen was, was mich weiter beschäftigen wird, was ich von dieser Veranstaltung auch mitnehme. Wieder interessante Eingebungen, die mich auch selber inspiriert haben. Erstaunliche Leistung, innerhalb von einer Stunde so viel Wissen zu schaufeln. Für mich ist es wichtig zu sehen, wie wir in ganz unterschiedlichen Kontexten auf der ganzen Welt letztendlich am selben Strang ziehen. Das ist der Mehrwert. Dass in den Diskussionsgruppen ganz viele Themen angerissen wurden, dass es Informationen gab und dass es, denke ich, auch ein Stück Kooperation gab, dass wir das im nächsten Jahr bestimmt wieder machen.